ungefähr eine Stunde passen wir. Und was passiert hier jetzt gerade? Das Schiff wird dann nur neutralisiert, gewaschen und lagerfähig gemacht. Fahrzeug muss ja stehen in der Luft. Ja. Das ist ein Inhibitor, was wir spritzen. Und nach dieser Spritzen kann der im Prinzip, ist der lagerfähig oder kann eine Stunde lang im Freien stehen, ohne dass ihm was passiert, dass er anläuft. Also kein reines Wasser oder so? Nein, das ist eine Beimischung von einem Inhibitor und dann können wir im Prinzip so stehen. Bis zu KTL. Das ist im Prinzip der kurzzeitige Korrosion, den wir gerade auch nicht. Das heißt, hier nach geht es zu KTL. Genau. Der letzte Schritt, das eigentliche Beschichten. Der ist jetzt vorbereitet. Die packen das noch zusammen, richten es ein und dann geht es eigentlich schon VE und KTL. VE heißt? Vollentsalztes Wasser, also dann Leitwert auf Null stellen oder kleine 15 Mikrosievers und dann geht es da rein. Sonst hast du Störungen im Lack. Okay, dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo du uns vielleicht noch mal einmal kurz das eigentliche KTL erklären kannst, was genau da passiert. Ja, da müssen wir schneller sein, ne? Läufst du mit? Komm, mitlaufen. Das ist so ein Herz der Anlage. Eigentlich ganz simpel. Es gibt so ein Spülsystem, wo das Teil zirkuliert. Da geht es durch irgendwelche Filter. Es gibt einen Einfachfilter, einen feineren Filter. Und so zirkuliert die Anlage 365 Tage im Jahr. Das ist das, die eine Seite. Dann gibt es die zweite Seite, das nennt man das Ultrafiltrat. Das Ultrafiltrat ist eine Art, ist ebenfalls ein Filter und er kann die Pigmente von dem Wasser, was da drin ist, trennen. Das ist der zweite Kreislauf. Man sagt dazu UV oder Ultrafiltrat. Und alles basiert auf irgendwelchen Leitwerten. Das Speckel ist voll mit solchen Dialysezellen und sie scheiden im Prinzip die Farbe an das Werkstück ab, indem du den Strom zugibst, und das passiert hier. Das ist im Prinzip die Anzahl der Dialysezellen und du siehst, das ist ein Kontrollschauglas, wenn sie halbwegs hell sind, sind sie in Ordnung. Wenn die gebrochen wären innen, dann würde sofort mit schwarzer Pappe zulaufen. So kann man kontrollieren, ob sie in Ordnung ist. Und hier ist ein Wert, das darf 500 nicht überschreiten, das ist der Leitwert oder dieses Ultrafiltrat, das zirkuliert dann hier. Ne? Das heißt, die Anlage dreht sich 365 Tage im Jahr und du hast eigentlich keine Chance, das abzulaufen. Das ist das Problem der KTL. Einmal an, nie wieder aus. Für 4 Stunden aus, schmeißt du 60 Kubikmeter raus. Dann ist es kaputt. Also muss immer laufen. Muss immer laufen. Deswegen hat jede KTL-Anlage auch ein Notstromaggregat. Falls mal hier ein Stromausfall ist, dann springt der an, damit die Pumpen sich weiter drehen. Das heißt, die eigentliche Beschichtung ist in Form von diesem Kolbenwasser, sag ich jetzt. Genau, das sind die Dialysezellen und wenn du die bestromst, ja, das heißt Kathode-Anode, das Werkstück ist eine Kathode, ja, dass du noch Strom gibst, reagieren diese Zellen und scheiden die Farbe ans Werkstück ab. Und die Anzahl der Dialysezellen sagt auch die Power der Anlage. Je mehr drin, umso mehr Quadratmeter pro Skip kannst du beschichten. Also das ist ungefähr das. Und das setzt sich dann wirklich überall hin, jeden Hohlraum, jede Kante. Das Wort überall gefällt mir nicht. Technisch möglich sind 90, 95%. Okay. Ja klar, aber natürlich Fläche auf Fläche ist. Wir haben ja eine Kartellanlage auf
rum, ne? Unglaublich. Und das Werk rechnet jedes Werkstück auf, jede Karosserie, auf ihre Durchfluss- und Abflussgeschwindigkeit. Und somit stellen sie auch die Geschwindigkeit des Durchlaufens ein. Das können wir nicht. Das muss in allen passen. Das machen wir so. Okay, das heißt, hier wird eingetaucht und im Werk wird das so richtig durchgeführt. Ja, das wird eingetaucht und sogar geschwenkt. Also wir haben hier Zylinder. Ja. Und diese Zylinder lassen im Prinzip eine Schwenkbewegung bis zu einem Meter zu. Also auch das können wir erzeugen, das gibt es so auch nicht. Also wir können das so an sich schwenken hier drin. Wie lange bleibt die Karosse da drin? 500 bis 600 Sekunden. Ah, okay, das ist ja nicht lang. Das ist gerade mal 5 bis 10 Minuten, ja. 5 bis 10 Minuten und dann ist es da. Aber dazu kommen wir noch. VE ist im Prinzip ein kondensiertes Wassergenerator. Und der Wassergenerator, der sorgt dafür, dass wir ein mineralfreies Wasser haben. Also wirklich Mikrosievert fast null. Ne? Das ist eigentlich Wasser. Es ist weder warm noch irgendwas. Das ist kein Problem. Aber die Anlage so an sich ist very tricky. Eine Flüssigkeit haben, sie ist ein Dielektrikum, vielleicht leitend, und daraus da drin sind Pigmente, die Pigmente müssen da auch wieder raus. Das sind Dialysezellen, die ich vorher schon erklärt habe, dann geben wir jetzt für 650 Sekunden geben wir Strom und schalten das Wippen ein, das heißt die Karosserie wird wippen und in dem Prozess ziehen wir die kleinen schwarzen Pigmente an das Auto rein, erzeugen ein Magnetfeld. Was für Schwierigkeiten haben wir? Wenn irgendwelche Störungen stattfinden, gerade in der Mitte, nennt man das faradäische Käfige. Kein Strom, kein Magnetfeld, keine Beschichtung. Das ist von Teil zu Teil sehr unterschiedlich, dadurch, dass wir hier alles querbeet fahren. Wissen wir ungefähr schon, dass ein Bus relativ viel Fläche hat, relativ großen faradäischen Käfig in der Mitte aufbaut, also geben wir dem einfach mehr Zeit. Also kleinere Industrieteile brauchen das nicht. Und das ist die Art, das nennen wir einfach die KTL-Manufaktur. Nicht, dass man Standardprozesse in verschiedenen Stücken fährt, sondern wir fahren wirklich für jedes Auto, denken wir uns Erfahrungswerte aus. Und wir wissen, dass der Bus bei ungefähr 190 Volt mit 650 Sekunden relativ gut funktioniert. Und das probieren wir jetzt mal, ob das so getan hat. Und wie hoch ist die Stromstärke dann? Geht da richtig Strom durch? Bis 600 Ampere. 600 Ampere. Genau. Okay. Und das passiert hier, wenn wir hier die Tür zumachen, dann haben wir in dem Feld im Prinzip eine Gefahrenzone. 600 Ampere auf die Brücke hier vorne drauf. Ja, aber 600 Ampere ist ja schon. Das ist schon ordentlich. Wir haben hier so einen Megawatt oder sowas Anschluss, ja, der hier rauszieht. Also der Wehmeier kostet mich jetzt gleich einen Haufen Strom. Geh ans Laufrad, musst du mal ein bisschen kurbeln hier. 96, 50 auf dem Automat. Okay, dann stopp. Also wir haben jetzt hier einen Countdown, das läuft hier im Prinzip und dann sieht man auch die Stromstärken und die Spannung und der baut jetzt Spannung auf und irgendwann mal, wenn er dann voll erreicht hat, dann kommt die Stromstärke. Macht er eigentlich so 5 Minuten lang, macht er das hin und her. So, wir sind jetzt bei 194 Volt, 334 Ampere oder sowas. Also hier kannst du schon wurzeln. Das macht er eigentlich selbstständig, weil das Material hemmt sich selber. Je mehr Beschichtung, umso weniger kommt durch, umso weniger Stromstärke und so weiter. Es hemmt sich von allein. Wenn es mal zu Ende ist, dann müsste die Stromstärke ganz runtergefahren sein. Zu Ende.
Zylinder heißt, wenn er sich selber beschichtet. Wenn das Auto vollflächig beschichtet ist. Genau, dann müssen wir eigentlich sehen, dass der hier runterfährt. Ne? Mhm. Also dann müsste die Spukstärke hier sinken. Das macht sie gerade schon. Sie geht schon runter. Also wir gehen jetzt schon Richtung 0. Die untere, ja, genau. Ist das längste Teil, das breiteste Teil ist 2,70 Meter, was wir machen können, und Tiefe so 2,20 Meter. Also Busse alle, Splinter die mittleren, die großen nicht. 600er geht, nee, 600er geht hier nicht rein. Entlacken können wir bis 6 Meter, bei Kadell leider 5,50 Meter. Ich hätte gern 6 Meter gemacht. Das hat einfach nur von dem Raum nicht gepasst. Ihr seht die Brücke, die kam nach Nebigkeit. Das hat nicht gepasst. Egal wie, 6 Meter habe ich nicht hinweg. Muss man auch sagen, dass 1 von 1000 6 Meter braucht. Haben wir Restfarbe, die wir mit verschleppen, ein sogenanntes Ultrafiltrat. Und das sollte man, bevor man den in den Ofen reinbringt, sollte man das wegwaschen. Warum? Es wird einfach zu Schäumen oder irgendwelchen Aufquellungen. Und komischerweise, es ist halt so, auf KTL schwarz, sieht aufgebrannte Farbe wie Rost. Da würden sich einige Kunden daran beschweren. Großer Trick, den wir noch machen, wir drücken die Falze hier noch mit Druckluft ab. Und wenn wir das gemacht haben, dann vermeiden wir, dass wir diese Aufwurfgeschichten da drin legen. Das machen wir jetzt noch. Also wir drücken das noch mit Druckluft ab und dann ist er im Prinzip fertig. Das Schöne dabei ist, und das weiß kaum jemand, die KTL ist nach dem KTLen an sich fest. Die kann unbegrenzt sein. Die kann einen Tag lang so stehen, das ist kein Problem. Also man hat keine Nöte, jetzt großartig schnell zu handeln, man hat Zeit. Wir können jetzt hier bis zu 2 Stunden spielen und dann in den Ofen stecken, würde nichts passieren. Das heißt, kann man die jetzt gerade runterwischen mit der Hand? Oder ja, das ist schon schwierig, es ist noch wappig, aber es ist schon nicht mehr wischbar. Und dann geht es ab in den Ofen und Feierabend. Dann geht es hier eine Stunde mit 190 Grad und dann ist eigentlich Feierabend. Eine Stunde. Aushalten. Okay. Naja, danach werden wir fertig. Hammer. Sehr gut. Ja.
ein geiler Tag. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Selbstverständlich. Ich denke, wir konnten euch jede Menge zeigen, erklären und beibringen. Und ich denke mal, in Zukunft wollen all ihre Kursen noch geschichtet haben. Ne? Ja, schön. Danke. 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 Danke, ciao. Und Türen zu, meine Herren. Wir eigentlich propagieren und sagen, wir würden gerne die KTL vorab machen und danach das Schweißen. Weil die Finish-Arbeiten vor dem Lack finden in der Regel auf dem Kontrast statt. Und in 10 Jahren, wo wir den Spaß machen, und ich weiß nicht, 10.000 Karossen oder so, gab es noch nie einen Kunden, der sein Auto geschweißt hat, fertig. Wir haben den nachentrostet, KTL beschichtet und der war fertig. Das gab es noch nie. Die haben trotzdem Hand angelegt, gerade weil sie solche Flächen entdeckt haben. Und deswegen, wir würden sagen, wenn das unser Bus wäre, wir hätten den schon vorab abgetrennt. Alles, was wir für falsch halten, zum Beispiel hier die Schnauze. Also das hier zum Beispiel hat einer schon rausgetrennt und hat gesagt, hier sei eh rostig, mach mir das. Das gibt es als neu beschichtetes Kaufteil. Mhm. Ja, und dann kannst du ja im Prinzip hier freischleifen, schweißfrei mal drauf und verpunkten. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Korrosionsschutz und KTL. Du siehst hier zum Beispiel, siehst du, da ist so ein Falz, ne? Da läuft im Prinzip ein gepunkteter Falz. Manche Bereiche, so wie das hier, sind offen und manche sind wirklich dicht verpunktet. Oft ist das so, gerade hier sieht man es, ist im Zwischenbereich Blätterteig, also Eisenoxid, Rost, was aufgedoppelt ist. Dieser Bereich war ab Werk niemals beschichtet, noch nie. Also man hat eine Karosserie blank gepunktet, dann ging der durch eine Vorbehandlung, jeder T1 wurde getaucht in irgendeiner Form oder dann von Hand oder emailliert oder was auch immer. Und dieser Falz, auch hier zum Beispiel, war innen immer blank. Mhm. Was hat dann die Kiste 60 Jahre zusammengehalten? Ja, sag mal, was hat dieses Fahrzeug oder jedes Fahrzeug dieser Welt, von was wird er zusammengehalten? Er wird zusammengehalten von der Dichtnaht. Die Dichtnaht schirmt den Falz von Umwelteinflüssen ab und sorgt durch seine Elastizität, dass sie die Torsionsbewegung der Karosserie mitmachen kann. Mhm. Das ist der Punkt. Deswegen lackierst du oder entlackst du dein Fahrzeug, spielt keine Rolle mit was, mit Sandstrahlen, mit Selberkratzen, mit chemisch Entlacken, egal was. Und du lackierst dein Fahrzeug richtig schön, aber du vergisst die Dichtnähte, killst du dein Fahrzeug in 2 Monaten, ist er tot. Und dann kommen solche Horrorszenarien, mein Auto war in der Badewanne. Oh Gott, ich habe ihn chemisch entlackt, jetzt rostet er noch schneller. Klar, Idiot. natürlich rostet er schneller. Du hast von dem ganzen Prozess, wo ihr heute mitgelaufen seid, in der Regel nur die erste Wanne gekauft, die Entlackungswanne. Dann hast du dein Auto abgeschliffen und danach hast du dein Fahrzeug lackiert. Mhm. Ja, das ist schon mal komplett falsch. Also A muss man verstehen, dass der Entlackungsprozess aus vielen Schritten besteht. Dass das Thema Entrosten, das Thema Neutralisieren, Passivieren, aber auch die KTL eine große Rolle spielt in Form von einer Neutralisation, in Form von einem Prozessabschluss. Wenn ich chemisch anfange, muss ich auch chemisch beenden. Und dann habe ich eine schwarz-weiße Karosserie und einen Zustand Null. So gut oder so schlecht, wie sie ist, ich tippe mal zwischen 90% und 95%. Mehr geht nicht. So, und wenn ich jetzt auf Frieden hier arbeiten werde, auch euer Werk Hannover, egal welches Werk, nimmt ein Pad und schleift gewisse Bereiche an. Du musst sie anschleifen, weil das ist eine Grundierung, die zum Beispiel nicht UV-beständig ist. Also wenn du sie in der Sonne stehen lässt, wird sie grau, man sagt dazu Grauschleier da drin. Und sie brauchen die ganz üblichen Aufbauten, was halt so jedes Fahrzeug braucht. Anpadden, Dichtnaht, blanke Stellen, die er durchgeschliffen hat. 2K-Epoxy, Sperren, Füller oder Polyester und dann Füller, Kontrast, Lack, Klarlack, Steinschlagschutz. Solche Sachen darf man nicht vergessen. Und zum Schluss, wenn die Karosse fertig lackiert wurde, auch hier zum Beispiel, siehst du, da ist eine Konservierung, sollte man zumindest die Hohlräume konservieren und in der Summe gibt es dann eine Korrosionsschutzqualität. Aber ich betone nochmal, in der Summe. Nicht die KTL alleine. Nicht die KTL alleine. Die KTL alleine kann vielleicht 240 Stunden Salzsprühtestresistenz. Aber was bedeutet das für Laien? Gar nichts. Das bedeutet nichts. Ja, 200, weißt du, es gibt sogenannte Gitterschnittmodelle und dann Hinterrostungen. Im LKW-Bereich wird Rost in Form von Optik deklariert.
hast du 5 Meter Abstand, siehst du Rost, sagst du es Rost, siehst du es aus 5 Meter nicht, Rost jetzt nicht. Ja? Ja, ist aber wirklich so. Ja? Nutzfahrzeug, Landmaschinenbau haben ganz andere Anforderungen wie Automotive. Und, aber solche Bereiche muss jedem klar sein, wenn ich zum Beispiel nach uns jetzt das Ding auftrenne, also den Bereich, dann werde ich feststellen, hier Rost, hier keins, hier Rost, hier keins, hier Rost, hier keins. Ja. Ab Werk. Der Krebs ist im Fahrzeug von Anfang an schon drin. Ja. Ja. Und das ist nur die Dichtnaht, hält ihn zusammen. Deswegen alle Lackierungen ohne gerade diese Dichtnaht ist ein Thema. Ja. So, jetzt gehen wir wieder rein. Okay.